heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag und diesem wunderschönen Morgen, meine Freunde. Es ist 9 Uhr. Thomas, hör bitte auf, mit den Kartons so einen Lärm zu machen. Du Autist, Mann! Guckt euch mein Zimmer an, Alter. Überall Umzugskartons. Ich hasse mein Leben. Ja, das betreffende Video dazu kommt die Tage. Mit dabei ist heute der liebe Schmocki. Guten Tag. Guten Tag, guten Morgen und ja. Ich muss mich erstmal groß bei dir bedanken, Schmocki, dass du es geschafft hast, so früh für mich aufzustehen. Das ist nicht alltäglich. Das machst du normalerweise nicht. Ja, jetzt sag das nicht, Schmocki. Wir wissen alle, dass du lieber bis 16 Uhr schläfst. Das ist aber jetzt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Leute, ich habe mir jetzt die ganze Zeit wieder überlegt, wie kriegst du es erstmal wieder eine Menge Klicks auf den Nacken von anderen Leuten Sachen. Hab auf Reddit geschaut, meine Freunde. Es gibt keine neuen Bugs. Keine neuen Leaks. Ich wollte mich schon fast umbringen, als ich dann im Auto saß und mir folgende Idee gekommen ist, meine Freunde. Ich gehe hin mit Schmocki und baue eine riesige Ska in Fortnite und wir gewinnen natürlich am Ende noch die Runde, Leute. Ob das jetzt hilft, dass ich jetzt wieder, keine Ahnung, 2 oder 3 Tage kein Fortnite mehr gespielt habe am PC, sondern nur auf der Nintendo Switch auf dem Event, meine Freunde, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. By the way, kann ich natürlich nicht vergessen, meine Freunde, dass wir heute Abend um 18 Uhr wieder live streamen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und mir und eventuell anderen tollkühnen Helden, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ob Schmocki dabei ist, Tobi oder auch anderen Menschen Gesellschaft leistet. Und das wäre toll. Ich würde sagen, wir können anfangen, oder, Bro? So, auf nach Mäuschen Meier, Schmocki, komm. Leute, wenn ihr wollt, dass wir noch andere Sachen mal bauen, andere Waffen irgendwie, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Dann können wir uns diese Sache auf jeden Fall mal annehmen. Weil ich nicht, so ein kleiner Raketenwerfer oder sowas. So ein bisschen die Master-Builders-Zeit wieder weg zurückbringen. Wisst ihr, Leute? Ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal raus und holen uns da schön ein paar Kills, ein bisschen geilen Loot, Alter, und rasieren dann noch einfach komplett Mäuschen Meier durch. Ja, oder, das wäre echt super geil, ja. Komm mal her zu mir, hier sind voll viele Waffen, Digga. Einen habe ich, Digga. Aber ich werde gejagt. Ich werde richtig hart gejagt. Er kommt hier um die Ecke. Oh mein Gott, ich habe Max. Über uns. Komm, da müssen wir hoch. Wow! Yeah! Boah, Digga, alter Schwede. Au, 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 au. Das war, glaube ich, alles an Gegnern hier erstmal. Gucken, dass wir noch alle Kisten finden, ne, Schätzelein? Und dann muss gefarmt werden, Alter. Hast du das? Nee. Echt nicht? Oh, ich dachte, du hast mich verarscht. Oh lol, ich dachte, ich hätte ihn gesniped. Also ich sag mal nichts dazu. Ich hatte leider nicht nachgeladen, Schmocki. Ja, das war leicht belastend für mich, aber sonst alles gut. Reden wir nicht drüber, Leute. Ich würde sagen, hier ist der perfekte Ort für eine Ska. Wir beginnen jetzt mit unserem geilen Bauwerk. Also Leute, wir nehmen erstmal natürlich das hintere Teil in Angriff, sag ich mal. Ja, das hintere Ende der Ska. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi schon mal so eine kleine Art Waffenstütze. Also das heißt hinten quasi das... Wie heißt das? Holster? Wie heißt das hinten? Nee, nicht Holster. Wie heißt denn das hinten? Was meinst du denn hinten? Ja, hinten das wo da, wo man dann... Ach Gott, ich hab's komplett falsch gebaut, Schmocki. Ich fange nochmal komplett von vorne an. Pass auf, wir fangen mit dem tiefsten Punkt an, und zwar mit dem Magazin. Bauen wir wieder innen drin eine Treppe, Leute. Die altbewährte Technik. Ich sagte innen drin eine Treppe, sagte ich. Nicht da draußen dran, ja. Dann haben wir quasi hier einmal quasi den Abzug. Der sieht so aus, Leute. So, ja. Kann man, glaube ich, einfach mal so machen. Dann würde ich tatsächlich einmal den hier machen. So. Dann haben wir quasi den Abzug. Dann kann nämlich hier schon das nächste Stück hinkommen. Und zwar das Magazin, Leute. Das bauen wir dann einfach mal so. So, Schmocki, du kommst gut voran da hinten im Farm. Ich komme gut voran, ja. Ich komme jetzt gleich mit einer dicken Lieferung Holz. Mhm, sehr geil. Dann haben wir quasi einmal den Kroms hier, ne? Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch einmal den hier machen, Leute, dass das hier auch alles schön in sich geschlossen ist. So. Dann, meine Freunde, geht es quasi hier vorne direkt heiß und prekär weiter. Und zwar mit dem Lauf des Ganzen. Dann haben wir das quasi einmal hier so. In der Höhe, sage ich mal, ja. Das ist sogar 2 hoch tatsächlich, Leute. Man kann es aber auch 1,5 hoch machen, glaube ich. Es gibt nämlich so kleine Bauhacks. Guck mal, Leute, man könnte ja einfach quasi hier so machen. Dann haben wir das quasi so. Seht ihr das so? Dann ist es quasi 1,5 hoch. Kann man das auch... Ja, wir machen es so, Leute. So ist, glaube ich, ganz gut. So. Und das ist jetzt quasi der eigentliche Lauf, Leute. Um da jetzt quasi die Illusion zu erschaffen, dass es sich dort um eine eigene Waffe handelt, quasi, machen wir einfach wieder hier den gut bewährten Trick. Bauen wieder mit Halbwänden, hier, Leute. Hier sind nochmal 300. Ah, sehr schön, Dicker. Also man kann auf jeden Fall schon mal, meiner Meinung nach, richtig gut die Waffe an sich erkennen. Bauen erstmal hier weiter und weiter und weiter. So, Leute, und jetzt bin ich der Meinung, dass man doch hier schon die Waffe sehr, sehr gut erkennen kann. Finde ich zumindest. Ja, Leute. Oder? Ja. Findest du nicht? Auf jeden Fall, doch. Also ich meine, es ist schwierig, sag ich mal, es anders hinzubekommen, aber ich finde schon, dass man die Waffe an sich erkennen kann. Ich glaube, ich muss aber noch eine Sache anders machen, denn die stört mich gerade ein bisschen. Wir machen das mal doch so. So. Quite beautiful, actually. Ganz ehrlich, ich bin voll zufrieden damit. Also ich meine, doch, auf jeden Fall. Guck mal hier, Alter, ist doch geil, Leute.
Vor allem, wie groß die geworden ist. Nee, machen wir, Leute. Ist gut, ich bin zufrieden damit, Leute. Wir können ja mal demnächst versuchen, einen Rocket Launcher zu bauen. Das soll jetzt ein Scar sein. Jetzt geht's darum, um die Runde zu gewinnen, Digga. Mit dem Loot vor allen Dingen hier, Alter. Aber hier ist noch eine Kiste, Leute. Und da ist jetzt drinne eine blaue AR für den Papa. Immerhin, wa? Immerhin. So. Ich warte ja momentan noch ein bisschen auf die Custom Lobbys, Leute. Dass man sowas quasi mal in Ruhe mit sehr viel mehr Zeit quasi machen kann. Aber das kommt ja alles noch, ne? Und wenn die Custom Lobbys da sind, Leute, dann wird es auch so Spielchen geben wie Hide and Seek in Tilted Towers mit einer großen Gruppe von YouTubern. Vielleicht auch mal so eine Folge Revi sagt, also dieses Format, was Monster auch macht. Da habe ich mit ihm auch schon drüber gesprochen, Leute. Habe ihm gesagt, als Clown, der hat gesagt, yeah, aktiv ist in Ordnung. Ja, schauen wir einfach mal, Leute, was da auf uns zukommt. Schmocki, was hab machst du da gerade? Einen hat richtig kassiert. Ein 72er, hab ihn. Oh, nice. Ist der down? Ja. Ja, dann gehen wir da mal looten, würde ich sagen, oder? Ja, und er ist auch direkt tot. Ja, schmeckt doch lecker. Siehst du noch andere Gegner? Nee, ne? Ja, doch, da war noch einer. Ist der noch da oben drin? Der müsste eigentlich hier drin sein, ne? So. Hab ich! Sehr schön. Weg mit dem! Zack! Sein Mate! Wo ist er? Über ich hab Background. Oh Gott, ich bin down. Oh mein Gott, Alter. Legende. Oh, guck mal, was hier alles liegt. Das ist gar lecker. Ja, Leute, er wurde die Fischer mal wieder. So, noch ein Team. Verdiente Runde hier. Schauen wir mal ein bisschen ausschauen. Da drüben. Oh, was? Okay, die haben Sniper. Not good. Mach du mal Pressure mit Raketenwerfer und Scar. Und dann versuche ich sie immer so anzupoken. Oh mein Gott. Nein, Digga. Egal, du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit, theoretisch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt vorbei. Hier, unter dir. Ja, du musst jetzt pushen. Ich glaub, ich muss fighten, ne? Ja, ich muss fighten. Tut mir leid, Digga. Kleine Schöne, Alter. Hab einen. Er geht hinten raus. Der Typ ist so, der ist so am Struggle. Scheiße, Digga. Der struggelt so. Das hast du. Hast du. Hinter dir, oh mein Gott. Oh, Digga. Meine Waffen sind nicht mehr drin. Davon. Alter, Digga, was? Schmocki! 10er PHT! Ich hätte mich da auch nicht holen lassen sollen, Leute. Wie hab ich mich denn da holen lassen? Reden wir nicht über das, was geschehen ist, sondern über unsere Zukunft, und zwar über diese Runde, die wir jetzt gewinnen werden. Also, auf geht's, Schmocki, ja? Okay, let's go. Naritaro, ja, komm, raus. Spontan entscheiden sind meistens die schlechtesten, also raus. Auf geht's. Komm, Hundehütte, Thomas. Ja. Schmocki, Thomas, ihr beide, Hundehütte. Mark Thomas, du bist ja lustig. Komm, wir pushen direkt. Vielleicht kommen wieder zwei Autopumpen. Ich komme. Hab einen knocked. Sehr schön. Du wirst gepusht, ja. Nein, Digga, bau. Hab ihn. Seine Mates sind hier vorne. Irgendwo von Taco Shop und von rechts. Von links. Hier vor mir, direkt vor mir. Ich hab drei Schüsse für meine Shotgun. Boah, ich hab ihn richtig gegeben. Hab ihn auch nochmal gegeben. Digga, der hat 1 HP. Hinter mir? Hab ihn. Der ist schon länger. Hier war noch irgendein Camper irgendwo. Da hinten läuft einer durch den Krater. Oh! Nein! Bin ich dem. Jetzt treffe ich ihn nicht mehr, obwohl er am Boden liegt. Da oben sein Mate, siehst du ihn? Ja. Da vor uns. Pick ihm jetzt hier. Hat einen von mir bekommen? Nice, Digga! Schöne Rasur, Digga. Schöne Rasur. Boah, Junge. So, da vor uns, Gegner. Er ist unten. Schnauze! Dein Mate ist bei mir? Och, der hat gar nichts gemacht, der arme Alter. Von links gelasert wieder. Hinten vom Vorderport, ne? Hä? Jetzt hab ich einen Sniper-Shot von irgendwo kassiert, Digga. Keine Ahnung. Die sind hier unten vor mir. Ja, ich hab Ulo. Hinter dir auch. Ja, Digga, wir sollten hier weg irgendwie. Hast du Jump-Pad? Vor uns, komm. Warte, Granaten vor uns, direkt vor uns. Vor uns, ja. Der ist low. Ich hau mit C4 weg. Von hinten. Wo sind die? Weg vor mir. Hab einen down. Noch ein Team. Okay, das andere Team noch. Hab ihn. Aber noch einer. Hast du alle down? Ich hab einen. Der hier unten. Der andere wird sich rechnen an mir.
Hab ihn. Alter Schwede. Okay, was ein jetzt, Fight, Mann. Wir müssen eigentlich direkt los. 6 Kills beide, Digga. 12 Leute noch am Leben. Das war gerade eine schöne Rasur, Alter. Vor uns Gegner. Weh, am Wasserfall. Ah ja, ich seh's. Hat 2 Hits. Der Mate ist dahinter. Warte. Wenn der Mate einmal stillsteht und du halt ganz kurz mir einen Moment gibst. Okay, ich geb dir einen Moment. Einer down. Danke für den Moment. Boah, Junge, du Legende. Und darüber noch 2. Ja, wir müssen vorne die pushen erstmal, ne? Ja, aber über uns, Digga, über uns. Einer down von denen. Nice, Junge. Der war richtig wichtig. Ohne komm, hin da, müssen wir hin. Ja, hier ist das Team von uns. Ne, wir müssen erstmal die hier oben, komm. Ah, die sind beide tot. Ja, komm. Sehr gut, Digga, sehr gut. Digga. Unter uns, Gegner. User was moved to your channel. User was moved. Jungs, wir sind gerade noch in der Runde drin, ja? Wir gewinnen das hier noch schnell. Hallo. Hallo. Hallo there. Gib mir eine Sekunde Zeit, wir holen das jetzt hier noch. Hinter uns, du hast recht, aber... Zwei Leute über uns! What the fuck? Gut genockt von der Kumpel. Unglaublich. Ich hab keine Ahnung, wo sie sind, Über dir, über dir. Ja, ich bin tot. Ach, Digga. So sad. Oh, Mann! Wir wurden da gerade nicht von oben. Egal, Leute. Ich würde sagen, wir verbuchen das trotzdem jetzt als Win, ganz ehrlich, so wie diese Runde gespielt worden ist. Zonencamper, haben die ganze Zeit oben an der Zone gecampt, Alter. Oh ekelhaft, Alter. Ekelhafte Spielermenschen. Leute, wir haben es trotzdem geschafft, was wir machen wollten. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Facecam war am Ende auch raus. Schaut unbedingt bei Dalukart. Ja, schaut einfach von mir bei Dalukart und Schmocki und Jay vorbei. Die waren am Ende kurz auch dabei. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.